solltest lieber wach bleiben. Sie sind jetzt überall. Wir müssen in Bereitschaft bleiben. Wir hätten nie nach Osten vorstoßen sollen. Wir mussten der roten Bedrohung gegenübertreten. Wir hätten gewinnen können, wenn wir sie in Ruhe gelassen hätten. Führer, wissen Sie, wir sind zuerst zugeschlagen. Findet ihn! Tötet den Schwarzen! Eisenberg war tot. Es gab kein Zurück. Die Russen und die Deutschen wussten, dass ich mitspielte. Noch vier übrig. Der Geheimdienst nannte mir mein nächstes Ziel. Dr. Gunther Kreidel, ein Fachmann der Raketenmotoren. Er reiste mit einem gepanzerten Konvoi durch die Stadt. Wir glaubten, dass er Dokumente bei sich trug, die mich zur V2-Produktionsstätte führen würde, wo die anderen drei Wissenschaftler warteten. Ich hätte einen Punkt auf der Strecke gefunden, wo ich eine Falle legen und den Konvoi stoppen konnte. Wann wird der Konvoi hier sein? Ich weiß es nicht. Aber Dr. Kreidel wird bei Ihnen sein. Was war das?
Feind gesichtet!